1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, ich freue mich, wieder hier zu sein und ich freue mich sehr, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche. Die Woche beginnt immer mit einer freien Themennacht hier bei uns. Und das ist grünes, bedeutet grünes Licht für euch. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, völlig wurscht über welches Thema, dann könnt ihr euch hier bei mir melden unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Meine Frage also an euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? So, der erste Anrufer, die erste Anruferin ist Nadja. Nadja ist 27. Grüße dich, Nadja. Hallo. Hallo, Nadja. Ja, dein Thema, weswegen rufst du an? Ja, ich rufe an, weil ich kreisrunden Haarausfall habe. Kreisrunden Haarausfall? Ja. Ja. Das ging bei mir von heute auf morgen. Von heute auf morgen? Ja. Freitags hatte ich noch gar nichts. Ja. Und samstags habe ich mich geduscht, ja, und habe meine Haare frisiert und habe plötzlich gedacht, oh, irgendwas fehlt da. Dann war dann rechts und links, hinten war plötzlich alles kahl. Wie groß war die Fläche? So über die Ohren 4 Zentimeter ringsrum. 4 Zentimeter? Oh, so, ja. Rundrum, so ein Rand? Ja. 4 Zentimeter ist ja schon eine ganze Menge. Ja. Wenn das alles war viel raus, während du es gebürstet hast. Ja. Das, ja. Ich habe immer so eine Bürste voll. Ja. Wieso heißt das eigentlich kreisrunder Haarausfall, wenn das gar nicht immer kreisrund ist? Oder ist es immer kreisrund? Es gibt verschiedene Arten. Es gibt kreisrunden Haarausfall, der durch einen Schock entstehen kann, durch Autounfälle. Mhm. Danach, das sind dann halt nur so kleine, runde Kreise, wo man die Haare verlieren kann. Ja. Und das ist gut heilbar, also es wächst wieder. Und dann gibt es noch Totales, das heißt, dass man nur auf dem Kopf die Haare verliert, alle. Oder Universales, dass man komplett, also mit Körperbehaarung und auf dem Kopf. Ich merke schon, du bist gut informiert. Also kreisrund ist so der Oberbegriff, es muss wahrscheinlich immer ganz, ganz genau kreisrund sein. Wann war das, diese Begebenheit, die du gerade geschildert hast? Das war Ende Januar, dieses Jahr aus. In diesem Jahr war das. Mhm. Wie siehst du, wenn ich dich jetzt angucken würde, wie siehst du im Moment aus? Im Moment, am Körper habe ich gar keine Behaarung mehr. Also es betrifft den ganzen Körper? Genau. Mhm. War das auch, den ganzen Körper, fiel das auch plötzlich aus oder dauerte das doch einige Wochen? Nee, das fiel auch. Also abends hatte ich noch alles und morgens war alles weg. Also wie nach einer Enthaarungscreme oder genau. So? Genau. Mhm. So, Körper ganz haarfrei und der Kopf, wie sieht das aus? Der Kopf ist oben auf dem Scheitel, rechts und links, 2 große Flacken jetzt. Ja, so. Ja, also dann auch Kreise, so für, genau. Ja. Ja. Und das Pony vorne ist eigentlich auch weiter weg, also weiter hoch und hinten fällt auch immer mehr aus. Also das ist sehr gut sichtbar, wenn man dich anschauen würde, ja. Ja. Wie ist es mit den Augenbrauen? Die sind Gott sei Dank noch da. Die sind da und hier. Und die Wimpern auch. Wimpern auch. Mhm. Also. Ich habe da ja schon einige Male von gehört. Weiß aber gar nicht genau, was man da macht. Kann man da überhaupt was machen? Ja gut, das ist eine schwere Frage. Also es gibt, also ich bin jetzt in der Uniklinik in Behandlung mit DCP, nennt sich das. Das ist eine Chemikalie. Ja. Die reiben sie einmal auf den Kopf mit Hochprozent, also mit 2,0% haben sie jetzt bei mir angefangen vor 2 Wochen. Und tut es weh? Brennt das? Zuerst brennt, also ist bei jedem unterschiedlich. Ja. Und die haben gesagt, nach dem 10. Tag kann es sehr doll jucken. Mhm. Und das hab's auch getan, 3 Tage lang. Und das macht Ekzeme. Also künstliche Entzündung. Auch nicht schön? Nee. Weil die Helferzellen vom Körper gehen gegen meine Haare. Mhm. Also
ja. Weißt du denn, weißt du die letztendliche Ursache dieser Erkrankung bei dir? Es ist eine Autoimmunerkrankung. Eine Autoimmunerkrankung, ja. Mhm. Die immer sehr schwer zu behandeln sind. Genau. Ja. Das heißt, im Moment musst du dich damit arrangieren, dass du es hast. Du hast eine Hoffnung, dass vielleicht dieses Einreiben da etwas hilft. Ja, obwohl das auch noch vom Markt her ist es noch nicht, also auf dem Markt ist es noch nicht. Mhm. Deswegen muss man es halt, übernimmt keine Kasse, muss man auch selbst bezahlen. Mhm. Und wie teuer ist das? 200 Euro. Pro Quartal, also alle 3 Monate. Ja, kommt eine ganze Menge zusammen. Ja. Na gut, wenn es dann helfen würde, wäre es ja dann auch gut angelegtes Geld. Ja, das stimmt. Wie gehst du, wenn du bist bis zu deinem 27. Lebensjahr oder 26. Lebensjahr, bist du ganz normal herumgelaufen, hast ganz normal gelebt und dann plötzlich fallen einem die Haare aus, fast aus, alle. Wie gehst du da so psychisch mit um? Ja, also ich eigentlich ganz gut, sag ich jetzt mal. Mhm. Und ich meine, ich denke mir, was soll man machen? Ja. Ich meine, uns geht's bestens, die davon betroffen sind. Uns fehlt körperlich nichts. Ja. Wir sind kerngesund. Und, Du meinst, ja. Im Verhältnis zu anderen Erkrankungen ist das noch ein kleines Übel? Genau. Mhm. Also es kann einem auch härter treffen. Ja, so. Mit Sicherheit, ja. Aber schämst du dich vielleicht ein bisschen, wenn du rausgehst? Oder? Ja gut, ich gehe halt mit Kappe raus, mit Mützen. Ja. Und habe eine Perücke mir jetzt gekauft. Was natürlich jetzt im Sommer, stelle ich mir sehr unangenehm vor. Ne? Das ist sicher irre heiß darunter. Oder ist es unter Perücken nicht heiß? Ja, irre heiß, ja. Ja, ja. Hast du einen Freund im Moment? Ich habe einen Freund, ja. Was sagt der dazu? Nein, der ist arbeiten. Nee, ich meine, was sagt der dazu? Ach so, was er dazu ja, sagt? Ja, genau. Ja, der steht voll und ganz hinter mir. Ja. Fährt mit zu den Ärzten. Ja. Perücke aussuchen und ne, also der steht voll hinter mir. Tapferer Umgang im Moment ja, von allen Seiten. Und ja. Besteht denn die Aussicht, dass das wieder alles so ganz normal wird wie früher? Also ich habe jetzt mit einer Selbsthilfegruppe geredet und die Leiterin hat gesagt, also sie kennt keine, wo es wieder gewachsen ist. Ja. Und deswegen, und die eine, die hatte halt auch Fehlgeburten gehabt danach. Ja. Und deswegen zweifle ich halt, ob ich es weitermachen soll oder nicht. Ach so, nach diesem Medikament? Genau. Ach so. Und weil es halt auch noch nicht getestet ist. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass komplett alle Haare ausfallen. Ja. Und das war's dann. Genau. Man hat sonst keine weiteren Beschwernisse, keine Schmerzen, kein Fieber, gar nichts. Das ist dann müsste man halt ohne Haare leben. Genau. Ja. Herr Nadja. Du hast Sorge, dass eventuell Nebenwirkungen auftreten von dem Medikament und bist noch nicht ganz sicher, ob du es weiternehmen wirst. Ja, also später Mittwoch habe ich die nächste Behandlung. Ja. Und dann werde ich mal nachfragen, was die dazu sagen. Das Verrückte ist ja, dass einen das so, wie du es gerade gesagt hast, von heute auf morgen erwischen kann. Ne? Treffen kann, ja. Jeden. Jeden. Ja. Auch vorher gar keine Anzeichen gehabt und es kam einfach so. Mhm. Ja. Mensch, Nadja, dann wünsche ich dir, dass es anschlägt. Ja. Also vor allen Dingen, dass es keine bösen Nebenwirkungen gibt und dass es einigermaßen irgendwie, dass du es wieder in Lot kriegst. Aber du bist ja da recht, hast eine gute Haltung dazu, finde ich. Ja, dann Gott sei Dank. Kriegt man das auch hin, ja. Die Seele spielt gerade bei Autoimmunerkrankungen eine ganz große Rolle. Das stimmt. Wenn man da völlig durchhängt, dann hat man schon schlechte Karten. Ja. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Okay, ciao. So ihr Lieben, an dieser Stelle gleich rasch ein Hinweis auf morgen. Morgen haben wir wieder eine Themennacht und morgen heißt unser Thema Jungfrauen. Ja, Jungfrauen. Ich möchte gerne erstmal mit Jungfrauen sprechen, mit männlichen Jungfrauen, mit weiblichen Jungfrauen. Warum seid ihr noch Jungfrauen? Aus Überzeugung oder weil es sich so ergeben hat, würde vielleicht auch gerne mit Männern sprechen, die auf Jungfrauen stehen, die das sehr, sehr attraktiv finden. Ja, das Thema Jungfrau und das ist unser Thema morgen. Würde auch gerne mit der einen oder anderen Jungfrau darüber diskutieren, die so richtig von sich aus sagt, ja, ich spare mein Bestes für die Ehe auf und ich gehe als Jungfrau in die Ehe und das ist gut so. Mit einer solchen Frau würde ich gerne mal ein bisschen sprechen oder auch diskutieren. 0800 220 50 50 ab 0 Uhr könnt ihr uns morgen immer schon anrufen oder immer anrufen, morgen auch, aber eben auch per Mail euch anmelden.
Jungfrauen. Das ist unser Thema morgen. So, heute freie Themennacht. Weiter geht's mit Tatjana. Und Tatjana ist 14 Jahre alt. Guten Morgen, Tatjana. Hallo. Hallo. Hallo, Tatjana. Ja, schön, dass du da bist. Ja, bei mir geht's um das Thema mein Vater. Also, ich hatte jahrelang keinen Vater wirklich. Ja. Also, er hat sich nie blicken lassen, bis ich 9 war. Ja. Da tauchte er plötzlich auf. Ja. Und das war erstmal so ein Riesenschock für mich dann halt. Er tauchte plötzlich auf? Von wo? Also von Herford aus, also der kam dann. Ja. Ja, und wir haben den ja auch jahrelang gesucht, so also meine Mutter und ihr Freund damals. Was hat denn deine Mutter dir damals über deinen Vater erzählt? Was das für ein Typ ist und warum der nicht da ist und so weiter? Also sie hat mir eigentlich nicht wirklich viel über ihn erzählt. Also ich habe halt Fotos von ihm gesehen. Also als ich damals noch sehr klein war, als ich 2 war, war er noch da. Ah ja. Aber dann ist er abgehauen halt. Ja. Und als ich 9 war, war er dann halt wieder da. Und weißt du heute, warum er abgehauen ist? Ich weiß nur, dass er soll angeblich eine Freundin gehabt haben, die soll ihn geschlagen haben. Ja. Und die hat ihn auch nicht erlaubt, so nach mir zu kommen, nach seiner Tochter halt. Ach so. Und das wäre der Grund gewesen. Ja, und jetzt ist er wieder da. Ja, jetzt war er wieder da. Ja. Und das war mir halt nicht wirklich genug so, weil er hat sich selten, also er kam selten aus Herford. Mhm. Er kam mal einen Monat, dann kam er wieder nicht. Wie viele Kilometer ist denn das entfernt von dir, wo du wohnst, ungefähr, weißt du das? So genau weiß ich das nicht, aber der fährt so 2 Stunden mit dem Zug. Ah ja, gut, das ist schon eine ganze Menge dann, ja. Ja, also ich habe dann erfahren, dass der in Bochum war, mal wieder und... Es waren ja Ferien jetzt, Osterferien da halt. Ja. Und das war mir dann nicht so genug, dass der dann wieder in Bochum war und einen Tag oder so 2 Tage dann wieder hier in Herne bei mir. Mhm. Und da habe ich ihm dann gesagt, am letzten Tag, als er wieder nach Bochum wollte, habe ich ihm dann gesagt, entweder zeigst du mir jetzt, dass ich dir was wert bin, dann bleib hier. Mhm. Und wenn ich dir nichts wert bin, dann geh aus der Tür und geh nach Bochum. Und er sagt so, er muss nach Bochum, weil er da noch irgendwie tapezieren muss und alles. Da habe ich gesagt, ja, aber du warst doch so oft schon in Bochum. Dann zeig doch wenigstens einmal, dass ich dir halt wichtiger bin als deine Kumpels. Ja, ja. Ja, und dann ist er gegangen. Und seitdem, meine Mutter hat ihm eine SMS geschrieben, ob er sich nicht wieder melden möchte oder so. Mhm. Weil mir tut das auch irgendwie so leid, aber ich wollte mal nur so wissen, ob ich wirklich wichtiger bin oder ob alles andere immer vorgeht. Und du hast jetzt den Eindruck, dass ihm die Arbeit oder was auch immer da los ist in Bochum, was da los gewesen ist, dass ihm das wichtiger war als seine Tochter. Ja, als du. Ja, ich habe noch einen Halbbruder so. Mhm. Und der ist auch immer so. Also, wenn ich den ärgere oder so, schreit er mich an. Und wenn er was macht oder so, dann ist das halt nicht so eine große Rede. Mhm. Da fühlt man sich wirklich richtig vernachlässigt. So. Und gerade auch von deiner Mama, oder wie meinst du das jetzt? Ja, von meiner Mutter auch. Auch, also. Ja. Wie ist denn deine Mutter mit deinem Vater klargekommen, als der jetzt wieder aufgetaucht ist? Eigentlich ganz normal. Also die haben nicht viel geredet so. Ja. Aber du bist jetzt 14 Jahre alt. Und wenn ich das gerade richtig verstanden habe, ist er wieder aufgetaucht, als du 9 warst. Ja. Stimmt das? Ja. Dann ist ja jetzt doch viel Zeit vergangen. Wie oft habt ihr euch denn so in den letzten Jahren gesehen, so im Monat? 1-2 Mal? Ja, er kam einmal im Monat und manchmal auch gar nicht so. Also, dann war er in Bochum lieber. Ach so ganz doll eng war das dann auch nicht in den letzten Jahren. Ja, ich habe mir dann halt so gedacht, wenn er in Bochum abhängt, dann hätte er doch wenigstens auch mal zu mir kommen können. Das ist ja nicht weit vom Bochum nach Herne. Und du hast schon deinen Papa gerne? Ja, eigentlich schon. Und hätte sich sehr gefreut, wenn er von sich aus auch mal ein Zeichen so gegeben hätte, dass die Tatjana schon eine sehr wichtige Person in seinem Leben ist. Ja, weil er weiß ja, dass ich viel hinter mir habe so und wegen Jugendamt und so jetzt, weil es zu Hause nicht wirklich läuft. Aber du wohnst bei der Mama im Moment, ne? Ja, und da läuft es ja nicht so gut. Da läuft es nicht so gut. Mhm. Ja, mit Schule und alles ist halt sehr schlimm so hier. Ja, also Schule ist schlimm, das funktioniert nicht so richtig. Und was ist noch schlimm? Und das Zuhause-Leben hier. Warum? Ist das Verhältnis nicht gut zwischen dir und deiner Mutter? Meine Mutter hat jetzt ja wieder einen neuen Freund und mit dem kommen alle meine Geschwister nicht klar. Also ich habe noch 3 Geschwister hier, die hier auch leben. Ja. Die sind auch älter als ich und die haben auch Stress mit denen halt sehr oft und ich bin halt dann mit so mit dem im Stress. Ja, was heißt der Stress? Schlägt der dich auch, der neue Freund von deiner Mutter? Nein, so eigentlich nicht, aber
Naja, also wir mögen das nicht, dass der sich so in einer Art durchschnurrt. Ach so. Weil wir sehen so, dass der hier lebt. Mhm. Und ich weiß, dass meine Mutter die Sendung vielleicht jetzt gerade guckt, aber das ist mir sowieso egal. Mhm. Weil, naja, ich habe den Freund also auch schon, wo meine Mutter dabei war, das gesagt, so dass ich das nicht schön finde. Ja. Meine Mutter soll den eine Uhr, also meine Mutter schenkt den eine Uhr im Wert von so und so viel Geld. Ja. Der isst hier sich durch und so. Ja. Oder auch so, wenn wir mal gar nichts hier so hatten, dann hat er trotzdem so, dann war der trotzdem so arrogant und ist hier geblieben und alles so. Und der arbeitet nicht, der neue Freund von deiner Mama? Nein, der arbeitet. Ist arbeitslos. Und deine Mutter arbeitet auch noch nebenher? Meine Mutter arbeitet im Moment auch nicht mehr, weil die eine Kopfverletzung hatte und ist dann auch, also konnte nicht mehr arbeiten. Dann ist das schon ein hartes Leben. Und vier Kinder seid ihr, ne? Oder drei? Ne, vier, ne? Mit dir. Insgesamt vier hier. Insgesamt vier, das ist natürlich eine ganze Menge. Aber lass uns nochmal auf deinen Papa zurückkommen. Die letzten Male, wenn er denn so bei dir war und wenn ihr was gemeinsam gemacht habt, hast du denn den Eindruck gehabt, dass der dich schon gerne hat? Oder war das mehr so eine Pflichtübung für den, dich zu besuchen? Ja, das habe ich ihm ja so gesagt, dass ich das denke, dass das eine Pflichtübung für ihn so ist. Also, dass er das deshalb macht, weil er, auch wenn er hier war, der hat sich meistens mit dem Freund meiner Mutter eingetrunken oder so. Und ach so, ihr beide alleine habt dann gar nicht was miteinander unternommen? Ja, nicht wirklich. Also da war kaum was. Ja, das ist natürlich wirklich eine traurige Sache. Ja, und jetzt vor kurzem, wo mein Meerschweinchen gestorben ist, so, also der ist 4 Jahre alt geworden und so, da habe ich ihm auch so gesagt, dass ich mal seine Unterstützung haben würde und alles so. Aber da kommt ja nichts von ihm. Also du hättest dich zum Beispiel gefreut, wenn er dir ein neues Meerschweinchen geschenkt hätte? So eigentlich nicht so. Also ich hätte mich gefreut, wenn er wenigstens mal da gewesen wäre, wenn es mir schlecht ging. Ich habe versucht, die Pulsadern aufzuschneiden. Oh, weil du so traurig warst, weil das Meerschweinchen tot war. Nicht deswegen, wegen dem Ganzen, was zu Hause alles abgeht. Also es kommt alles auf einen drauf und das auf einmal. Meinst du denn, dass er so weiß, dass du dich, dass das zu Hause sehr schwierig ist für dich und dass du dich da nicht so wohl fühlst? Weiß er das? Ja, ich habe mit ihm darüber oft drüber gesprochen, also sehr oft. Und ich habe auch Jugendamt in Kontakt, also und ja, und er weiß das auch wirklich. Hat er denn jetzt im Moment auch wieder eine Freundin? Im Moment nicht. Im Moment nicht. Und er lebt in Herford, ne, sagst du? Ja. Und hat er eine Arbeit? Ja, der hat jetzt, also der soll irgendwie so eine Lehre gemacht haben als Einzelhandelskaufmann. Hat er noch andere Kinder als dich? Nein, nur den Miguel, also das ist ja halt mein Halbbruder. Der Halbbruder, und also euch beide hat er? Ja. Tanja, das ist wirklich traurig, dass der sich nicht um dich richtig kümmert. Das tut mir sehr leid. Ich weiß ja gar nicht, was in dem vorgeht, was da los ist. Deswegen habe ich gerade gefragt, ob der wirklich kapiert, wie schlecht es dir geht. Aber wenn du sagst, du hast es ihm schon mal erzählt, vielleicht hat das ja nicht so richtig aufgefasst. Man weiß es ja nicht so genau. Ja, er war ja auch der Erste, dem ich das gezeigt habe, dass ich mir die Pulsadern aufgeschnitten habe, weil ich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit haben wollte. Wie hat er darauf reagiert? Der hat eigentlich gar nichts gesagt. Er hat nur gesagt, dass sowas nicht schön aussieht, wenn man sowas macht. Aber mehr hat er auch nicht gesagt. Darüber war ich ja erst recht so geschockt. Verstehe ich. Wäre ich an deiner Stelle auch, Tatjana. Wäre ich auch. Was kann man da machen? Man kann natürlich. Also die Einzigen, die wirklich zu mir gehalten haben, das war jetzt mein Bruder und seine Freundin. Das waren die Allereinzigen. So, sonst kenne ich gar keinen, der zu mir gehalten hat. Es ist immer schwer, wenn man nicht lieb gehabt wird von jemandem, von dem man eigentlich gerne lieb gehabt werden möchte. Ja, gerade die Eltern. Ja, das ist super schwer. Und das kann man auch nicht erzwingen. Da kann man sich drum bemühen, in der Hoffnung, dass die andere Seite das mal irgendwann kapiert. Aber irgendwann, vielleicht muss man dann auch einsehen, der will mich dann nicht so. Ich würde an deiner Stelle aber doch nochmal einen Versuch unternehmen. Und du weißt doch seine Adresse, ne? Ja. Dann schreib ihm doch mal so alles nochmal von der Seele, was dir so wichtig ist. Schreib ihm doch einfach mal so einen richtig ausführlichen, langen Brief. Vielleicht, ich weiß es nicht, aber man soll ja immer alles ausprobieren. Vielleicht nutzt das auch nichts, aber vielleicht hat das schon eine Wirkung, wenn er das dann liest, dass seine Tochter, die 14 Jahre alt ist, dann so Sachen alles schreibt. Vielleicht wird er ja dann ein bisschen wach davon. Ja, dann hätte ich vielleicht mal ein Problem so gelöst, aber dann sind immer noch die anderen Dinge. Dann sind die anderen Probleme. Und da würde ich mal gerne, das ist wirklich eine komplizierte Sache, glaube ich. Du bist in einer Familie und fühlst dich da nicht wohl und vernachlässigt und so weiter. Da würde ich gerne, dass du mit meinem Psychologen jetzt gleich mal sprichst. Der heißt Peter.
Und er kennt sich auch in solchen Fragen genau aus, wie man mit dem Jugendamt, da hast du ja auch schon Kontakt gehabt und so weiter, was man da alles so macht. Ja. Jetzt will ich dich nur mal kurz fragen, du bist ja erst 14 Jahre alt und wir haben ja schon tiefe Nacht. Musst du nicht eigentlich schlafen um die Zeit? Eigentlich nicht. Ich kann im Moment gar nicht mehr schlafen, so, weil ich habe oft Kreislaufprobleme und jetzt, wo das Meerschweinchen so tot ist, der war der Einzige, also es war das Einzige, wo ich noch so eine Freundschaft hatte. Ja, halt, so. Verstehe. Und du sagtest gerade, deine Mama wird die Sendung jetzt vielleicht auch sehen oder hören. Ja. Aber die ist doch dann bei euch in der Wohnung. Da müsste die jetzt schon irgendwie ins Zimmer gestürmt kommen, oder? Ja, also die hat ja das Wohnzimmer abgeschlossen mit ihrem Freund. Ach so. Also die ist da. Ach so. Aber die guckt die Sendung eigentlich sehr oft so. Ja. Ja, dann müsste es auch eigentlich. Ihr wohnt, wie viele Meter wohnst du entfernt von dem Wohnzimmer? Eigentlich ganz nah. Nicht viel, ja. Hätte sie ja schon reinkommen können. Aber vielleicht will sie auch erst mal abwarten. Und du hast ja auch nichts Schlimmes gesagt. Wenn die ich Mama. Ich dachte Lachen hören, also. Ich glaube, die guckt die wirklich. Ja, also liebe Mama von der Tatjana, das ist ja jetzt schon so ein bisschen Hilferuf, was die Tatjana hier gesagt hat. Du kannst natürlich nichts daran ändern, ich spreche jetzt mal gerade deine Mama an, Tatjana. Du kannst natürlich nichts daran ändern, wenn ihr Vater sie vernachlässigt. Aber du kannst es schon sehr ernst nehmen, wenn deine kleine Tochter sich in der Familie nicht wohlfühlt. Da musst du dann auch schon etwas unternehmen. Denn offensichtlich fühlt die Tatjana sich ja sehr unwohl und auch sehr einsam und auch ist sehr mit Problemen belastet. Und da solltest du, die Mama von Tatjana, schon irgendwie jetzt mal ein bisschen eingreifen und was unternehmen. Hoffen wir mal, dass sie zugehört hat, Tatjana. Dankeschön, dass du das gesagt hast. Also das ist mir auch echt wichtig, so dass ich einen Menschen habe, mit dem ich reden kann über sowas. Ja, das ist so total wichtig, weiß ich. Das ist mir völlig klar. So, ich habe es immer mit Menschen versucht, so, aber das ging ja nie. Mhm. Aber ich will dir mal sagen, dass du mit deinen 14 Jahren, bist aber ein tolles Mädchen, dass du so klar schon deine Situation beschreiben kannst und so klar sprichst und denkst, finde ich toll. Ja, ich versuche eigentlich immer so mein Leben auf eigene Art zu regeln, aber ich habe es einfach nicht mehr geschafft. So. Ja. Das wurde dann wirklich zu viel. Ja, das, wie du es jetzt beschrieben hast, ist es auch wirklich alles dann zu viel. Und wenn dann das mit dem Meerschweinchen noch dazukommt, dann haut einen das völlig um. Ne? Ja. Ja. So, Tatjana, jetzt legst du bitte auf und der Peter ruft dich an. Und dann könnt ihr noch ein paar Einzelheiten, so über die wir gerade so auch geredet haben, weiter reden. Okay? Okay, danke schön. Alles Liebe wünsche ich dir. Tschüss. Tschüss. Das war Tatjana. Und jetzt machen wir altersmäßig einen großen Schritt nach oben von 14 auf 47. Guten Morgen, Ruth. Guten Morgen. Hallo Ruth, grüße dich, dass du auch da bist. Freue mich. Grüß dich. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Essstörung. Owaja, bist du betroffen? Nein, ich habe keine Essstörung, sondern mein Mann hat eine schwere Essstörung. Mhm. Wie alt ist er? 48. Ja. Wie lange schon? 20 Jahre. Oh. Was für eine Essstörung? Adipositas per magna. Das heißt auf Deutsch? Zu viel. Also das einer der Gründe, warum ich anrufe, weil die meisten Leute sehen, wenn die hören Essstörungen, klapperdürr, Erbrechen. Jung, Mädchen. Mhm. Und mein Mann ist genau das Gegenteil. Also er isst zu viel? Ja, 250 Kilo Lebensgewicht ist er in die Klinik gegangen. Oh weia. 250 Kilo, bei welcher Größe? Ist fast schon egal, aber bei welcher Größe? 1,93. Mhm. Das heißt, er bricht es nie, nein, das Essen. Er schüttet sich die Sachen rein. Ja. Und wahrscheinlich in unglaublichen Mengen. In großen Mengen und sag mal so ein paar, falsch. Ja, sag mal so ein paar Beispiele, wie er sich so, deiner Auffassung auch und wahrscheinlich aller Auffassung nach, falsch ernährt. Was isst er am Tag? Was kann passieren? Frühstück, 5 Brötchen, 3 Eier, jede Menge Speck, also so Bacon, dann 2 Stunden später eine kleine Zwischenmahlzeit. Was ist das für eine Zwischenmahlzeit dann? Ja, so ein Kilo Obst. Ein Kilo oder, Obst gleich? Ja, ach du lieber Gott. Oder ein Pfund Joghurt oder weiß der Geier. Also auch Schokoriegel oder? Nee, gar nicht, das nicht mal. Mhm. Also der Punkt ist. Mach mal weiter. Und mittags? Was ist Mittag? Ja, das kommt also dann drauf an. Also ich koche für 4 Personen. Ich esse maximal für eine. Mhm. Und wir sind zu zweit. Ah ja, verstehe.
Also wenn du eine Roulade isst für dich, isst dann er... Dann isst er mindestens 2 bis 3, ja. Mindestens 2 bis 3, wenn nicht noch mehr. Und danach noch ordentlich Pudding hinterher. Ja. Nachtisch. Nachmittagskuchen. Also so, ich sag mal, normal ist es ja vielleicht, dass man zum Kaffee nachmittags ein Stück Kuchen isst. Wie viele Stücke isst er? Wenn Besuch da ist, 1 Stück. Und wenn der Besuch weg ist, der Rest von der halben Torte. So, und dann abends nochmal richtig volle Kanne. Ja, auch nochmal. Und dann abends gegen 8 dann essen, je nachdem, ob warm oder kalt. Mhm. Und dann eben um 10 nochmal was. Und dann, wenn man bleibt sehr lange auf, immer, und dann braucht er dann für nachts auch nochmal was. Und was isst er nachts? Ein Kilo Quarkspeise, eine Riesenschüssel Obstsalat. Das ist ja unfassbar. Der hat ja unglaubliche Summen von Geld auch schon. Ja. Ich sag mal, ein bisschen salopp verfressen. Ja. Ne? Aber. So, das geht ja seit 20 Jahren so. Ja, das ist aber eine Sucht. Also, es ist eine Krankheit. Ja, das glaube ich schon. Ja, das glaube ich auch. Als du ihn kennengelernt hast, das ist wahrscheinlich länger her als 20 Jahre. Nee. Da war er noch etwas dünner? Nein. Ach, du hast ihn schon so dick kennengelernt? Ja. Ja. Und es gab nie eine Zeit in diesen 20 Jahren, wo das mal ein bisschen abgenommen hat? Doch. Er hat vor 10 Jahren von der Krankenkasse eine Kurmaßnahme bekommen. Ja. Da hat er in 6 Monaten 120 Kilo abgenommen. Oh, das ist natürlich eine Menge. Und in 8 Monaten 130 wieder drauf. Mhm. Hat er? Weil da eine Diät gemacht worden ist, keine Therapie. Ah, ja. Hat er denn zu Hause oder hast du mit ihm auch schon Diäten gemacht? Ja, wir haben es versucht, Diäten, und der hat zum Beispiel immer ganz viel Wert darauf gelegt. Ja, kein Zucker, alles mit Süßstoff. Natürlich völlig verkehrt, wie ich heute weiß. Weil, erklär es nochmal, die meisten wissen also das auch. Also Süßstoff bewirkt, dass der Körper glaubt, aha, jetzt kommt Zucker, also schütte ich mal Insulin aus. Jetzt ist aber kein Zucker gekommen. Jetzt schwimmt das Insulin im Körper rum und sagt, ey, wir brauchen Arbeit. Also hast du Hunger. Und macht hungrig, und man isst dann und hat genau den Effekt, dass man nämlich doch dicker wird, obwohl man keinen Zucker zu sich genommen hat. Ne? Süßstoff ist ein Mastmittel in der Schweinezucht. Nicht umsonst. Ja. Ne? Ja. Ist noch viel zu wenig bekannt. Ja. Die Leute denken immer, ich nehme eine Cola mit Süßstoff oder so, das ist völliger Unsinn. Das ist völliger Unsinn, aber auch diese fettreduzierten Lebensmittel sind genauso ein Unsinn. Weil zum Beispiel, wenn man diesen 0,1% Quark isst, in einem Pfund Quark sind bestimmte Spurenelemente, Vitamine und so drin, die der Körper braucht. Die kann der aber nicht lösen, weil nicht genug Fett dabei war. Also, ich merke schon, du bist eine richtige Fachfrau in Sachen Ernährungswissenschaften geworden. Mittlerweile. Was macht er vom Beruf? Mein Mann ist bei der Bahn. Bei der Bahn. Und er kann auch trotz des extremen Gewichts... Ja, er hat immer gearbeitet. Und was macht er bei der Bahn? Der Fahrdienstleiter. Fahrdienstleiter. Ist er im Moment, ist er gesund im Moment? Im Moment ist er noch in der Klinik. Und weswegen ist er in der Klinik? Wegen der Essstörung. Ach, er ist im Moment... Also vor, du hast es gerade ja auch gesagt. Vor 7 Monaten endlich eine Klinik gefunden, die bereit war, ihn aufzunehmen. Die meisten Kliniken mit Essstörungen sagen, wenn er mal 100 Kilo abgenommen hat, dann kann er gerne kommen. Toll, dann braucht er die Klinik nicht mehr. Das heißt, er ist schon einige Monate jetzt in der Klinik? 5 Monate. 5 Monate. Und wie viel wiegt er im Moment noch? 190. Naja, immerhin, ne? Also der hat super abgenommen, der hat... Und wie kommt der seelisch damit zurecht? Schafft er es psychisch? Da gibt es Therapiemöglichkeiten ohne Ende, und das nutzt er auch. Sag mal, gut, wenn du 20 Jahre mit einem Mann verheiratet bist, der wirklich so extrem fettleibig ist, hat dir das gefallen? Hat er dir gefallen, so dick? Das habe ich nicht gesehen. Hast du ihn sexuell attraktiv gefunden? Ich habe das gesehen, aber nicht wahrgenommen. Hast du gern seinen Körper angefasst und gestreichelt? Das hat mir nie was ausgemacht. Und du hast auch gern mit ihm geschlafen? Ja. Ja. Das hat mir nie was ausgemacht. Muss man ja fragen, ist ja eine Überlegung. Ich habe das nicht wahrgenommen. Also ich, für mich ist mein Mann sehr liebenswert.
Mhm. Aber nun muss er nur wirklich die Notbremse ziehen, weil es geht nicht nur um die Ästhetik, es geht um die Gesundheit. Ja, natürlich. Es geht um die Gesundheit. Wir haben ja über 4 Jahre nach einer Klinik gesucht. Mhm. Hast du denn die Hoffnung, dass er das jetzt schafft und vor allen Dingen, dass er die Kraft dann auch hat, hinterher, wenn er zu Hause ist, eisern zu sein? Das ist ja die große Frage. Ja, weil das Eisernsein gibt's gar nicht. Das hört sich jetzt furchtbar paradox an. Mhm. Aber wir telefonieren mindestens einmal täglich und der sagt immer, was ich hier zu essen kriege, ich weiß gar nicht, wie ich das alles in mich reinschaufeln soll. Also ist es, verstehe ich jetzt nicht, ist es wenig und ihm kommt es viel vor? Nee, es ist unheimlich, also für ihn ist es auf eine Mahlzeit gesehen scheinbar unheimlich viel. Also ja. Der kriegt vorgeschrieben, was er essen muss. Ja, aber es ist irgendwie also Kalorien. Nicht die obere Menge, sondern die untere. Ja. Weil, wie gesagt, ist eine Essstörung. Also die Chance, dass man bei übergewichtiger Essstörung in eine Bulimie zum Beispiel abgleitet, ist ziemlich groß. Mhm. Nochmal, aber dennoch die Frage, habe ich jetzt nicht verstanden. Er kriegt doch weniger dazu essen, oder wie? Nee, strukturierter und anders. Ach so, und daher Kalorien reduzierter wahrscheinlich und deshalb ist er... Nee, gar nicht Kalorien. Die zählen überhaupt keine Kalorien. Also das heißt, also du musst dir das jetzt abgucken, wie die das machen und musst entsprechend dann auch so kochen später. Ja, genau. In der Hoffnung, dass das dann so hinkriegt. Ja, klar. Hast du die Hoffnung oder geht er dann doch wieder heimlich an den Kühlschrank und holt sich den leckeren, fetten Joghurt oder so? Den er auch essen dürfte, den davon essen ab. Mhm. Aber nee, das glaube ich nicht. Aha. Ich glaube nicht, dass er das macht. Also der Therapeut hat beim letzten Mal gesagt, dass er nicht glaubt, dass das letzte Mal ist, dass er da war. Mhm. Aber er glaubt, dass er das ganz gut schafft. Wie lange muss er noch da bleiben? Also jetzt noch bis zum 20.06. Ja. Und dann müssen wir mal gucken. Ja, das ist ja nicht mehr so ganz lange. Dann liegt der Sommer vor der Tür. Mhm. Dann drücke ich die Daumen, dass er das schafft und dass ihr beides zusammen schafft. Ja, also das Problem ist halt, dass die meisten Leute das nicht als Krankheit wahrnehmen, sondern also auch mir gegenüber und mich angreifen und sagen, der braucht ja nur weniger Essen oder FDH oder der könnte ja mal eine Diät machen. Mhm. Da hast du völlig recht, aber auch wenn man das als Krankheit anerkennt, muss man natürlich als Betroffener auch etwas gegen die Krankheit tun. Ja, klar, aber... Insofern... also erstmal muss man sagen... Man kann sich nicht zurücklehnen und sagen, es ist eine Krankheit und ich esse weiter. Das meine ich nicht. Ja. Aber also zum Ersten muss man sagen, dass ganz viele Wald- und Wiesenmediziner noch nicht mitgekriegt haben, dass auch Übergewicht eine Essstörung sein kann. Zum Zweiten muss man sagen, es gibt ganz wenig Kliniken in Deutschland, die Essstörungen im Bereich des Übergewichts überhaupt behandeln. Ah ja. Also wir haben 2 Jahre nach einer Klinik gesucht. Mhm. Was schon verrückt ist, ne? Wo es immer mehr Leute gibt, die übergewichtig sind. Ja. Aber du hast uns gut aufgeklärt, Ruth. Dafür danke ich dir sehr herzlich. Kein Problem. Und du grüßt deinen Mann herzlich von mir. Werde ich machen. Und ich drücke beide Daumen, dass er es schafft und dass ihr es schafft. Ja. Alles Gute. Wir werden das schon auf die Reihe kriegen. Ich bin sicher. Tschüss. Okay. Tschüss, Ruth. Tschüss. 0800 220, das ist unsere Nummer hier, unsere kostenfreie Telefonnummer. Wenn ihr mit mir hier sprechen wollt, live im Radio, im Fernsehen, dann meldet euch unter dieser Nummer oder per Mail unter domian@wdr.de. Jetzt geht's weiter mit der Ute und Ute ist 40 Jahre alt. Guten Morgen, Ute. Hallo. Hallo, Domian. Ja, hallo, Ute. Guten Morgen. Ja. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, freie Wahl habt ihr heute Abend. Ich habe Lungenkrebs. Mhm. Ist bei mir im Dezember diagnostiziert worden. Ja. Und ich weiß, wie es um mich steht. Hab also Chemo jetzt gerade hinter mir gebracht, bin jetzt mit in der Bestrahlung. Bist du auch operiert worden? Nein. Nein. Ist nicht operabel. Der Tumor war einfach zu groß und sitzt zu nah an den großen Gefäßen. Mhm. Und der kann weggehen jetzt durch die Bestrahlung, die ich habe. Mhm. Also 80% davon kommt aber wieder. Mhm. So, das ist einfach so. So, meine Familie, ich habe 2 Söhne, Schwiegertochter und meinen Ehemann. Und ich kann mit dem nicht über Tod reden. Mhm. Warum nicht? Ich weiß nicht, die wollen es auch nicht.
Aber die wissen, die wissen. Für sich insgeheim, ja, natürlich. Mhm. Aber die wissen um die Ernsthaftigkeit der Situation. Ja. Das wissen sie. Und die Prognose ist sehr, sehr ernst auch. Das heißt, du kannst, man kann das nicht genau sagen, aber eine vollkommene Genesung ist eher unwahrscheinlich. Eher unwahrscheinlich, richtig. Und dein Bedürfnis ist, eben über diese Lage jetzt auch zu reden und auch über den Tod zu sprechen. Ja, und das wollen die einfach nicht. Hast du es denn versucht schon? Ja, mehrmals. Und wie reagieren? Und wie beispielsweise dein Mann, wie reagiert dein Mann dann darauf? Meistens wird er wütend. Was sagt er denn dann? Tja, ich kann das nicht wiedergeben. Er will es einfach nicht hören, dann hört er einfach darüber hinweg. Wie alt sind deine Kinder? 30 und 24. Und reagieren die auch dann wütend, wenn du sagst, wenn du... Nein, mit den Kindern möchte ich gar nicht darüber sprechen. Warum nicht? Ich meine, es sind erwachsene Jungs und erwachsene Männer. Da hatte ich heute Abend noch ein Gespräch mit meinem Mann drüber und habe gesagt, ich möchte die Kinder nicht so belasten. Die sollen doch ihr Leben leben. Mhm. Jetzt werden die da mitten in ihrem Leben belastet. Ich weiß, wie ich in dem Alter war. Da wollte ich auch mein Leben leben. Finde ich zu rücksichtsvoll, Ute. Ich glaube, wie ist das Verhältnis zwischen dir und deinen Söhnen? Bitte? Wie ist das Verhältnis zwischen dir und deinen Söhnen? Das ist immer in Ordnung gewesen. Immer in Ordnung. Ja. Also, wenn das meine Mutter sagen würde, was du gerade gesagt hast, da wäre ich böse. Ich würde sagen... Ich denke, meine Söhne, wenn die das mitkriegen würden, jetzt, dass ich mich mit dir so unterhalte, würden die auch sagen, das kann nicht angehen. Ne? Ich finde, wenn die Mutter das Bedürfnis hat, über quasi das ernsteste Thema ihres Lebens, was jetzt da ist, zu sprechen, ist man als Sohn ja selbstverständlich da und spricht. Und ist vielleicht sogar traurig, wenn die Mutter einen nicht anspricht, weil sie einen nicht einbezieht in diese Lebensphase, die jetzt ansteht. Also so, ich hatte vielleicht ich habe ein sehr wildes Leben hinter mir gehabt und habe also niemanden gebraucht, sag ich mal so, in meinem Leben. Ich bin immer darüber hinweggestiegen. Ich habe niemanden gebraucht, war immer glücklich, war immer zufrieden und ein Einzelgänger. Immer bin ich auch heute noch ein Einzelgänger. Aber jetzt ist das Bedürfnis da. Ja, jetzt ist das Bedürfnis. Und was ja auch verständlich ist, was ich völlig, völlig nachvollziehbar finde. Und aus Rücksicht nicht mit den Jungs darüber zu sprechen, finde ich falsch, das sage ich dir. Wenn sie dich abweisen, okay, dann kannst du nichts machen. Aber vielleicht entwickelt sich daraus nochmal eine ganz andere Verbindung auch zwischen euch, wenn du sie mit einbeziehst in das, was in dir jetzt gerade vorgeht. Weißt du nicht, ich belasse sie zu sehr damit. Nein, das gehört dazu. Das gehört zum Leben dazu. Und wenn die Mutter krank ist, gehört das auch zum Leben. Es gibt nicht nur High Life und Fun und Spaß und weiß ich was. Das gehört alles zusammen. Ja. Und vielleicht... Ich habe hier schon mit jungen Leuten gesprochen, die das unglaublich bedauert haben, dass sie mit ihren Eltern nicht über deren Tod haben sprechen können. Und dann waren die Eltern verstorben. Ja. Mein Mann hat heute den Vorschlag gemacht, lass uns die Kinder nach außen halten. Finde ich völlig falsch, muss ich dir sagen. Finde ich völlig falsch. Ja. Wieso soll man die Kinder außen halten? Soll man sie plötzlich vor veränderte Tatsachen stellen? Das ist doch schrecklich. Er sagt, jetzt, wenn ich zur Bestrahlung gehe, auch wenn es mir schlecht geht und die Kinder rufen an, sollen wir dann sagen, es geht mir gut. Und ich finde das auch nicht okay. Aber die Jungs wissen, dass du so schwer krank bist. Das wissen sie schon. Das wissen sie, ja. Die wissen, dass du Lungenkrebs hast. Ja. Haben die denn auch schon mal so ein bisschen nachgebohrt? Wie schlimm? Bitte? Ja, ohne Ende. Ohne Ende. Und du hast immer dicht gemacht? Ja, nicht bei mir nachgebohrt, sondern bei den Ärzten. Die sind also mit meinen Unterlagen zu den Ärzten gefahren, als ich dann im Krankenhaus war. Ja, aber dann wissen die doch schon Bescheid, was da los ist. Die wissen Bescheid, was los ist. Ja, aber Ruth,
So, also wenn die sich auch um die Ärzte kümmern, wenn die mit den Unterlagen von Arzt zu Arzt gefahren sind, das zeigt mir ja, dass die sehr engagiert sind. Und dass die sich um ihre Mutter kümmern. Und dass sie sehr interessiert sind. Dann musst du sie auch mit in alles einbinden. Ja. Finde ich, da zögere ich gar keine Sekunde. Hast du recht, ja. Was ist denn darüber hinaus? Also das sage ich jetzt so ganz klar, was das die Söhne anbelangt. Hast du sonst irgendwie eine gute Freundin? Gar keine. Mehr. Gar meine keine. Freundin ist selbst verstorben. Ich habe nur meine Familie. Mhm. Ja. Naja, nur und darf das, man... Und das Schlimme dabei bei der ganzen Geschichte ist, alle Bekannten, die wir haben, haben sich alle zurückgezogen. Mhm. Nicht einer, der sich gemeldet hat, oder ein einziges Pärchen war gewesen, und die haben dann zu mir gesagt, melde dich mal, wenn es dir besser geht. Mhm. So, das ist sowas von abartig. Das ist bitter. Ja. Das ist bitter. Da muss man einsehen, dass das alles andere als Freunde waren. Wenn Menschen nur zu einem stehen, wenn es einem gut geht, kann man sie vergessen. Ja. Weil der gute Freund hält auch zu einem, wenn es einem richtig schlecht geht. Tja, so sehe ich das auch. Ja, das ist bitter, aber du hast deine Söhne und das ist ein Glück. Ich habe meine Familie, ja, genau. Das ist ein Glück. Ja. So, ich habe dir ganz klar meine Meinung gesagt, Ute. Ganz klar, sage ich dir mit tiefster Überzeugung und mit ganz, ganz reinem Gewissen. Ja. Wie verkraftest du denn das persönlich im Moment, dass es dir so schlecht geht? Ich versuche das alles von mir zu streichen. Ich will das gar nicht. Ich will es gar nicht wissen. Mhm. Aber ich werde ja jeden Tag daran erinnert, wenn ich die Bestrahlung kriege. Ich muss ja jeden Tag in die Klinik zur Bestrahlung. Mhm. Hast du Schmerzen auch? Nein, weniger. Mhm. Weil das war ja auch eine Zufallsdiagnose gewesen. Das ist ja, ich bin von heute auf morgen aus dem Leben gerissen worden. Mhm. Ich war wegen einer Bronchitis-Behandlung. Mhm. Ja. Hast du, warst du starke Raucherin früher? Ja, ja. Das muss ich sagen. Mhm. Also 90% dieser Karzinome sind also vom Rauchen. Mhm. Ist einfach so, kann man nicht wegstreiten. Hast du den Mut gehabt? Oder das, ja, was heißt Mut? Oder hast du einen Arzt mal gefragt, wie lange habe ich noch? Ja, wenn ich nichts gemacht hätte, hätte ich noch 3 Monate gehabt. Ah ja, und jetzt durch die Eingriffe? Doch, jetzt sind 4 Monate rum, nachdem die Diagnose bzw. am 6. Dezember gestellt worden. Und ich zähle eigentlich praktisch jetzt ab, ne? Mhm. So, und hoffe jetzt, dass die Bestrahlung was bringt. Mhm. Wenn du, wenn du so sagst, ich würde gerne mit jemandem über den Tod reden. Hast du Angst vor dem Tod? Vor dem Tod nicht. Nein. Das ist das Komische. Eigentlich nicht. Ich habe Angst vor Schmerz und weil ich in letzter Zeit zu viel mitgemacht habe. Mhm. Von Schmerzen her. Ich mache mir immer wieder Gedanken komischerweise darüber. Wie mag es meinen Angehörigen gehen, meinem Mann und meinen Kindern? An mich denke ich gar nicht. Hm. Hm. Und dann liege ich wieder im Bett und denke, ach, wenn du jetzt einschläfst, kriegst du ja nichts damit, dann ist es dir auch egal. Hm. Also es ist so furchtbar. Hm. Es ist so furchtbar. Welcher Mensch will schon wissen, dass er maximal noch 5 Jahre zu leben hat? Hm. Mit dem Wissen, auch wenn sie sagen, der Tumor gibt es. Mhm. Und wissen aber, kommt in 80% der Fälle. Ja, so, und ich soll jetzt so ein Glück haben. Mhm. Aber hast du das gerade, du hast gerade gesagt, mich interessiert es gar nicht so sehr, mir geht es gar nicht so sehr um mich, sondern ich mache mir Sorgen um meine Familie, genau, wenn ich nicht mehr da bin. Wer wäre da der bessere Ansprechpartner als deine Familie, als deine Jungs, mit denen du genau das besprechen kannst? Die wollen es aber nicht hören. Du hast es ja noch gar nicht versucht. Doch, im Prinzip, ich versuche es ja immer wieder, über Tod zu reden oder über das zu reden. Die wollen es gar nicht hören. Mhm. Die wollen immer nur
da musst du jetzt durch und sei stark, denk positiv und ich kann es nicht mehr hören. Mhm. Ja, das kann ich auch verstehen, dass man da erstmal so motivieren will. Da musst du dem mal sagen, das ist ja nett, dass sie motivieren wollen. Und das ist auch richtig so. Das ist ja auch gut gemeint. Aber man muss auch, wenn man das Bedürfnis hat, und du hast ja das Bedürfnis, muss man auch über die andere Seite reden, wenn es vielleicht alles misslingt. Und das ist auch ganz wichtig. Das musst du denen so klar machen. Ich glaube, das versteht auch jeder. Im ersten Moment ist es gut gemeint, dass man sagt, ach komm, wir reden jetzt nicht über den Tod, wir wollen jetzt mal gemeinsam kämpfen und vorangucken und so. Ist okay. Und unsere Kinder, mein Mann und ich, wir sind ja, die Kinder wohnen ja bald nicht mehr zu Hause. So, und weißt du, und der Älteste sagt, ihr müsst nicht immer nur über die Krankheit reden, ihr müsst an was anderes denken, ihr müsst euch Spaß, das geht doch gar nicht um, ja, das geht doch gar nicht. Du kannst doch überhaupt nicht mehr normal denken, wenn du diese Diagnose kriegst. Du kannst doch nicht mehr normal denken. Ja, das verstehe ich, das geht doch nicht. Ja, auch das ist ein Zeichen von Hilflosigkeit, wenn dann ein von auch gut gemeinter Hilflosigkeit. Ja. Dass er sagt, ihr müsst was. Er hat ja auch recht. Man muss ja auch versuchen, was Gutes zu machen und nicht nur. Aber man muss auch über das andere sprechen. Da hast du wiederum völlig recht. Und das, wenn du einen guten Draht zu den Jungs hast, dann versuch denen das klar zu machen. Ich bin fast hundertprozentig sicher, dass die das verstehen werden. Ja, tun sie auch. So, liebe Ruth, jetzt möchte ich, dass du nochmal mit meinem Psychologen sprichst. Ja. Ja, bist du einverstanden? Ja. Ich wünsche dir ganz viel Kraft und ich wünsche dir wirklich, dass du auch den Mut hast, deinen Söhnen so entgegenzutreten, wie wir es gerade gesprochen haben und dass ihr eine gute Gesprächsebene findet. Ja. Wenn du dein ganzes Leben lang eine Einzelkämpferin warst, dann musst du das jetzt nicht auch noch sein. Hm? Ich will das auch nicht besser. Ja. Von Herzen alles Gute und von Herzen ganz viel Kraft. Danke, Tobias. Tschüss, Ute. Ciao. Tschüss. Ciao. Achim ist hier. Achim ist 42. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, hallo Achim. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ja. Achim, was ist dein Thema? Mein Thema ist, das habt ihr jetzt schon mal gehabt, Übergewicht, extremes. Übergewicht? Ja, ich habe... Deswegen atmest du so schwer. Auch teilweise, ja. Ja, ich höre es. Geht es auch noch. Durch das Übergewicht und das Ganze, was ich erlebt habe, jetzt auch. Wie viel Übergewicht, also wie viel Gewicht hast du? Also jetzt dürfen es noch zwischen 2,45 und 2,40 sein. Oh, das ist natürlich auch wirklich extrem hoch. Das ist es, ja. Ich war schon bei 280. Wie groß bist du? 1,83. Ja. Und habe halt das Problem, dass ich halt die letzten Monate nur noch in Krankenhäusern war. Die, wo wir immer den Ratschlag gegeben haben, ja, nehmen sie ab, das alles andere kommt dann von selbst. Mhm. Aber man kann 30 Jahre Übergewicht, also wie gesagt, ansteigendes Übergewicht nicht in 30 Tagen abnehmen. Also in der Tat, 30 Jahre kämpfst du schon mit deinem Gewicht? Ja, es ist halt in meiner Familie so losgegangen, dass ich als Kind von meiner Mutter halt immer gesagt worden hat, ist, ja, du bist der Größere, du musst auf deine Geschwister aufpassen. Mhm. Hab deswegen auch von der Schule zu Hause bleiben müssen. Mhm. Ja, und so ist es halt in mein ganzes Leben gewesen. Ich war, sollte auch immer der Vernünftige sein. Mhm. Und irgendwann bin ich dann auch mal von zu Hause ausgezogen. Mhm. Und habe, ich habe mir nur noch eins gewünscht, nie wieder unter irgendwelchen Leuten zu kommen, die mir sozusagen sagen, ja, okay, ich bin so fett und so und ganze Zeug. Ja. Es ist mir halt nie gelungen. Hast du denn, würdest du sagen, ich hatte gerade eine Anruferin, die Ruth, die von ihrem Mann erzählt hat. Ja, das habe ich gehört. Würdest du auch sagen, dass es bei dir eine Erkrankung ist? Eine Essstörung? Erkrankung, ja, von Kindesbeinen an schon. Isst du auch so große Mengen, wie wir es gerade gehört haben, pro Tag? Das darf ich jetzt gar nicht mehr. Aber du hast es getan, all die Jahre. Ich habe es jahrelang getan, also. Jetzt ist das reduziert. Ja, jetzt liegt aber auch daran, dass meine Nieren nicht mehr funktionieren richtig.
Ich scheide zu wenig Wasser aus, muss Wassertabletten deswegen nehmen. Und ich war halt auch... Das heißt, man kann sagen, dass die Fettleibigkeit dich jetzt, obwohl du erst 42 Jahre alt bist, schon krank gemacht hat. Also wenn es nach dem Arzt geht, der mir in München, mit dem ich geredet habe, habe ich höchstens noch ein Jahr oder was zu leben. Wenn das Gewicht nicht radikal runtergeht jetzt. Ja, ich meine, das ist ja eine Warnung erster Klasse. Macht dir das jetzt so viel Angst, dass du wirklich eisernst an dir arbeitest? Sagen wir mal so, ich habe Angst vor Tod, habe ich eigentlich gar nicht so in der Hinsicht. Ich habe bloß Angst vor Leben eigentlich. Von den Menschen, die mich, wenn ich zum Beispiel in den Menschen reingehe, die mich dann behandeln, wie sozusagen der letzte Dreck. Lebst du alleine? Nee, ich mit meiner Schwester Wohnung. Ja, aber eine Frau und Familie hattest du nie? Nee, eigene Familie nicht. Eigene Familie. Ist mir sozusagen genommen worden, wo ich gerade noch Lehrling war. Ja. Da habe ich eine Freundin gehabt, die im dritten Monat schwanger war. Ja. Die hat einen Tag von mir eine Führerscheinprüfung gemacht für Motorräder. Weil ich bin in der Hinsicht ein totaler Freak. Ich liebe die Teile, die es Gas geben und einfach losfahren. Und die ist halt von der Mercedes angefahren worden, an Hinterreifen. Das, was ich bis heute noch nicht verstehe, dass das so passieren konnte. Der Mercedes war jetzt abgehauen. Ist sie dabei tödlich verunglückt? Sie hat noch gelebt, wo sie ins Krankenhaus gekommen ist. Aber dann gestorben? Ungefähr 4 Stunden später ist sie gestorben. Ja. Mit eurem Kind? Mit unserem Kind, ja, Giovanni. 2 Wochen vor der Heirat. Da hat sie auch mein Gewicht alles reduziert. Auch nur, weil wir zusammen gehalten haben und auch gekämpft haben dafür. Ja. Sie hat mir jetzt nichts vorgeschrieben. Sie hat gesagt, ich soll machen, wie es will. Könnte mir vorstellen, nach so einem Schicksalsschlag, wenn man schon so eine Anfälligkeit dafür hat, dass es danach dann nochmal richtig hochgegangen ist mit dem Gewicht bei dir. Ja, es ist extrem hoch. Ja, dass du aus Traurigkeit gegessen hast, aus Frust und Verzweiflung. Aus Frust und aus Hass auf diesen Menschen, der meine Freundin getötet hat. Hast du einen Beruf gehabt in all den Jahren? Ja, leider. Leider? Ich habe 3 Berufe. Nämlich? Maschinenschlosser gelernt. Ja. Dann CNC-Dreher. Und jetzt von 94 weg Elektroniker. Kannst du den im Moment aber gar nicht ausüben? Ja, also bei mir zu Hause kann ich das Elektronische machen. Ja. Das ist kein Problem, aber ich will halt wieder einfach auf die Beine kommen. So, das ist schon fast die Antwort auf meine Frage, die ich jetzt stellen wollte. Der Arzt hat zu dir gesagt, wenn sie nicht abnehmen, sind sie in einem Jahr tot. So ungefähr, ne? Hast du gerade gesagt. Genau. Das heißt, da ist schon noch ein Funken Hoffnung und ein Lebenswille und ein Ziel, ich will. Ja, der ist schon da. Ich liebe das Leben eigentlich in der Hinsicht ganz gern. Ich mag Unternehmen auch gern was und so. Ja. Und bin eigentlich... Aber da musst du jetzt richtig hart ran, ne? In diesem Jahr. Ja, ich muss das mehr schaffen. Weil ich habe letztes Jahr mir den Unterschenkel gebrochen. Ja. 3-mal. Nee, 4-mal war es insgesamt. Jetzt waren es 3-mal am 1. Februar, also ich glaube, wo es bei uns schneien angefangen hat, wie verrückt. Das war im Februar. Bin ich ausgerutscht und meinen Fuß gegen einen Betonknopf weiter geknallt. Das dann auch noch. Und habe das nicht so gleich gemerkt. Erst nachdem ich die Schuhe ausgezogen habe, ist mir halt aufgefallen, dass der Knochen immer dicker wird. Ist das denn jetzt einigermaßen wieder in Ordnung? Das ist jetzt, zwar mit Schmerzen, aber es ist zu ertragen. Ja. So, Achim, was machst du jetzt, um noch mehr von dem Gewicht runterzukommen? Zurzeit ist halt das Hauptwichtigste, was bei mir ist, Wasser zu verlieren. Weil letztes Jahr habe ich
Aber ich hatte Wasser gehabt und hatte auch zwei Infarkte hintereinander. Ach du je. Und die habe ich auch nicht gemerkt eigentlich, weil mein Herz total vergrößert ist. Ja. Also Wasser verlieren und du isst im Moment auch definitiv viel weniger als früher. Ich habe sozusagen eine Schwester, die hat mir gesagt, wenn ich jetzt das nächste machen tue, dann kann ich mir eigene Wohnung suchen und kann mein Leben dann einfach wegschmeißen. Ja, das heißt also, die sagt auch, entweder machst du jetzt was oder raus. Ja, genau. Vielleicht ist das auch die richtige Methode. Das ist die richtige Methode. Das glaube ich auch. Das heißt jetzt, das, was auf dich zukommt, jetzt ab sofort quasi, machst du das unter ärztlicher Aufsicht, ja, ne? Ja, schon. Der Hausarzt kommt halt zu mir. Wenn es mir schlecht geht, wie jetzt, mein rechter Knie ist geschwollen halt. Ich habe auch ungefähr jetzt die letzten paar Wochen so um die 30 Liter Wasser verloren. Du hustest immer so. Woher kommt das? Was ist das? Auch von Rauchen und von du brauchst es noch. Ja. Und mein Mund ist etwas trocken. Klar, vom Reden. Ist ja auch völlig verständlich. Ja, und das ist, was ich nie verstanden habe, ist das. Zum Beispiel habe ich noch drei andere Geschwister. Die sind jünger als ich, ungefähr um die Hälfte. Wenn ich so nachdenke und so überlege von der Seite von meiner Mutter, das Einzige, was ich von der höre, sind Vorwürfe. Mein ganzes Leben schon eigentlich. Weißt du, Achim, vielleicht wäre der richtige Weg. Für dich ist das, was du jetzt gerade machst, ist ja ein regelrechter Neuanfang. Ja, das ist es ja. Ne? Das heißt, der Körper, du veränderst deinen Körper jetzt radikal im Moment. Vielleicht wäre es auch gut, wenn das einherging mit einem Neuanfang seelisch. Dass du nicht immer so sehr in die Vergangenheit gucken musst und all die schlimmen Sachen dir vor Augen führst, die dir offensichtlich passiert sind. Vielleicht wäre das gut, wenn du nebenher zusätzlich zu deiner körperlichen Tortur eine Therapie, eine Psychotherapie machen würdest. Die werde ich sowieso machen müssen, weil, wie gesagt, vor ungefähr 13 Wochen bin ich ins Krankenhaus gefahren worden von einer guten Freundin von mir. Ich habe auch wieder Hustenanfälle. Ich konnte gerade einmal 2 Meter gehen, da musste ich mich hinhocken. Das war in der Psychiatrie halt drin. Dann haben die oben festgestellt, ja, ich habe jetzt nichts Psychisches, sondern musste jetzt mal Medikamenten ins Sucht hinter mir bringen. Durch das, dass ich operiert worden bin, hat man mir Tramal und alle möglichen Schmerzmittel verschrieben. Und Tramal ist ungefähr eine halbe Droge. Ja. Wie Heroin und so Zeug. Ich meinte gerade eigentlich, dass du eine psychologisch psychotherapeutische Begleitung brauchtest. Das fände ich gut. Das versuche ich auch die ganze Zeit. Da wärst du auch bereit zu, das zu machen. Ich wäre nicht nur bereit, ich würde das sogar total begrüßen. Genau. Das heißt nämlich, das würde dich unterstützen bei deiner jetzigen schlimmen, schweren Phase. Und es würde dich vor allen Dingen dich aus der Vergangenheit rausreißen können, retten von der Vergangenheit, weil die saugt dich ja offensichtlich immer wieder ein. Ja, sagen wir mal so, ich habe 15 oder 16 Jahre gebraucht, um überhaupt über den Tod hinwegzukommen längst. Heute Nacht, ich kann nicht schlafen, ja. Die alten Träume sind wieder da, die reißen mich dann total aus allem raus. Aber ich will dir sagen, die Musik läuft gerade, deswegen muss ich gleich Schluss machen. Ich finde das dass du jetzt an einem Punkt stehst, der richtig ist. Und offensichtlich hast du ja doch eine Willenskraft noch, um das alles jetzt nochmal voranzutreiben. Tu es für dein Kind und tu es für deine verstorbene Freundin. Ja, das will ich auf jeden Fall machen. Ja, ich glaube, dass einen das schon motivieren kann, wenn man sich das immer wieder vor Augen hält. Lieber Achim, ich muss leider Schluss machen. Ich möchte aber dir auch noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Fände ich jetzt eigentlich ganz gut und wichtig für dich. Ja, okay, das ist ja nett. Ja, dann legst du bitte auf und der Peter, so heißt er, ruft dich gleich an. Okay, danke, bitte, Domian. Alles Liebe, alles Gute, Achim. Übrigens, deine Sendung sehe ich schon seit Jahren. Ich finde euer Team super und das, was du machen tust,
Ich hilf wirklich sehr vielen Menschen. Sehr nett, dass du sagst, Achim. Alles Gute. Tschüss. Danke dir, tschüss. In der Technik heute Nacht, ihr lieben Volker Thake. Und morgen heißt unser Thema Jungfrauen. Ich möchte mit Jungfrauen reden, die es noch sind, die es mal waren, die es bleiben möchten. Und